Einfach auf den Atem achten. Die Richtung ist klar, freundlich, aufmerksam und gelassen. Mit uns, mit allen, mit allem. Entspannung im Sitzen. Die Richtung ist das innere Lächeln. Aber jetzt bezogen auf die Atemübung, achtet auf den Atem, wie er stattfindet. Einfach wie er stattfindet. Und jedes Mal prägt sich das von selber ein, wenn ihr die Aufmerksamkeit dabei lasst, wie sich das anfühlt, wenn ihr frei atmen könnt. Und das ist das, was wir lernen. Also weil das kann man nicht direkt angehen, diese gesamte Geschichte. Also wie der Körper ausgerichtet ist, schon ein bisschen, das machen wir im Qi-Wecken und generell bei unserem Tai-Chi, Qigong. Es sind immer eher, so fühlt sich das gut an und das zu memorieren und beim nächsten Mal abzurufen und darin feiner zu werden. Darum geht es auch bezogen auf den Atem. Ich habe auch eine Zeit lang forciert Atemübungen gemacht. Ich musste dann aber leider nachher doch wieder feststellen, dass es besser ist, diese forcierten Geschichten wieder abzugewöhnen, weil das forciert ist Anspannung. Dann muss ich erstmal diese Anspannung wieder lösen. Ja. Es klingt halt alles so weich, weil wir mit so unscharfen Zusammenhängen umgehen. Und das ist was in der Wissenschaft und damit leider auch in der allgemeinen Bevölkerungsbildung erst spät angekommen ist. Wiener Kybernetik, komplexe Systeme, dann Biologie, Verständnis von Regelkreisen und all sowas. Weil der Körper ist halt nicht so maschinemäßig, sondern eine sich selbst reproduzierende Maschine, wenn überhaupt ein Bioprozess. Und prozessuales Denken und prozessuale Systeme, offene prozessuale Systeme verstehen ist... Und das hier auf der Wiese vielleicht nicht so viel intellektuell, aber gehört dazu. Gut. Also ich bleibe immer noch beim Atmen, keine Angst, obwohl das Gequatsche da ist. Aber so wird dann auch deutlich, wir sind nicht auf dem Weg, Form kann ich fertig. Es ist wirklich ein Kennenlernen des Prozesses, Lebensprozesses Geist-Körper, deiner. Ja. Und da die Randbedingungen, wenn man im wissenschaftlichen Zusammenhang bleibt, langsam so anzupassen, dass sich der Prozess in ein gesundes, effektives Equilibrium bewegt. Klingt alles sehr merkwürdig, aber es ist das, worum es geht. Also nicht dieses monokausal Lichtschalter an Leuchte brennt, Birne brennt, sondern eher Multi-Zusammenhangskomplexitätsdenken. Habe ich von keinem Tai Chi oder Qigong oder Yoga-Lehrer je gehört, sowas. ist mein spezieller Ansatz. Ne? Egal. Jetzt zum Beispiel spiele ich ein bisschen rum. Also jetzt habe ich ein bisschen mehr Flaschenatmen forciert.
Also ich kann euch das nur empfehlen, so einen merkwürdigen Atem etwas zu machen, also so eine Atemübung. Also ihr übt ja nichts wirklich. Ihr sitzt nur rum und nehmt wahr. Das gilt aber für alles, was wir machen. Es ist mehr wahrnehmen, wie fühlt sich das an, wie fühlt es sich an, wenn es noch besser ist. Deswegen nicht so stark auf das geht nicht und kann nicht und da tut es weh schon. Dann die Aufmerksamkeit hin, muss ich damit zum Arzt gehen oder sowas. Manchmal aber, wenn es geht, also wenn das mit dem Arzt erledigt ist und Schmerzen zum Beispiel trotzdem da sind, man kennt das ja, besonders wenn man ein bisschen älter wird, wird man da sensibler, glaube ich, für. Dann sich zu trauen, mal mit dem Schmerz freundlich aufmerksam und gelassen, ohne einen Deal, wirklich einfach mal hin mit der Aufmerksamkeit wahrnehmen, freundlich, und meistens löst der sich dann. Das ist ja das Strange. Ja. Eine der Gründe, zerbrochene Tassen mit Gold wieder zusammenzukleben. Kommt auch noch mal dran, sowas. Danke für diese Session.